Moin moin und herzlich willkommen zurück bei diesem wunderschönen Let's Play. Ach, ist das nicht ein herrlicher Morgen? Wie die Sonne durch die Bäume scheint. Und ich merke gerade, ich habe mal wieder meinen Timer vergessen. Dann erledigen wir das einmal ganz schnell. Didim, didim. Und didim. Und los geht es. Jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Wir hatten in der letzten Folge eine Höhlenerkundung gestartet und auch beendet. Wir haben ja dieses seltsam mutierte Vieh gefunden, wo wir vielleicht mal im Buch nachschauen können, ob da mehr zu steht. Wir haben ja unter den Notizen, nee, es ist nur ein Bild davon. Wir haben eine To-Do-Liste. Da wollen wir noch mal reingucken. Finde Timmy, baue dein Lager, finde und koche Essen, baue Verteidigungsanlagen, finde einen Weg, länger unter Wasser zu bleiben, finde die vermissten Flugzeugpassagiere und erforsche die hängende Höhle weiter. War das denn die hängende Höhle? Muss ja. Wir hatten ja. Warte mal. Verdammt, wir haben nur noch einen Bauplan. Wir hatten aber noch eine zweite Höhle entdeckt. Das ist schlecht. Warte mal, das Ding werden wir. Nee. Können wir erstmal schlafen? Ja. Dann war es nicht der Sonnenaufgang, sondern der Sonnenuntergang. Wir schlafen einmal und dann mal schauen, ob die Nacht geskippt wird. Ich hoffe es. Ja, perfekt. Gut, Taschenlampe wieder aus. Vor allem Taschenlampe, Feuerzeug. So, wir rüsten unsere Axt aus. Werden erstmal ein Stückchen Fleisch essen. Und was trinken müssten wir noch? Was wir auch noch tun werden. Warte mal, Echsenhaut haben wir nicht. Doch, haben wir tatsächlich. Aber einmal nur. Die werden wir uns aber anlegen. Unsere Falle hat auch zugeschnappt. Das heißt, die werden wir einmal eben leer machen. Mal gucken, was drin ist. Bitte eine Echse. Ja, sehr schön. Dann haben wir nämlich direkt nochmal eine Rüstung. Auch wenn es nicht viel ist. So. Das Fleisch hätten wir auch so rausholen können. So. Die stellen wir natürlich direkt wieder auf. Hängen das Fleisch hier ran. Haben wir denn? Ja, das ist auch schon. Dann nehmen wir das Kaninchen noch mit. Dann haben wir nämlich was zu essen für unterwegs. Und dann würde ich behaupten, gehen wir in diese Richtung, uns das angucken, was wir dort entdeckt haben. Achso, hier wollte ich auch noch mal schauen. Warte mal, da haben wir noch einen Koffer. Und wir haben hier noch ein Seil. Das können wir mitnehmen. Und das auch. Sehr schön. Haben wir schon mal zwei Seile mehr. Die Koffer öffnen wir noch. Ah, hier sind wieder nur neue Klamotten. Aber anscheinend haben wir wieder ein neues Outfit gefunden. Na komm, den Stoff nimmst du bitte auch noch mit. So, ist hier irgendwas respawned? Ja, ich glaube, die Koffer anscheinend. Die nicht. Da oben hatten wir ja die Armbrustbolzen gefunden. Und die scheinen wieder da zu hängen. Die anderen haben wir aber noch. Jetzt ist die Frage, können wir uns eine Armbrust selber bauen oder müssen wir die finden? So, die haben wir auch direkt wieder mitgenommen. Das heißt, wir haben schon 8 Armbrustbolzen. Das könnte uns im Notfall tatsächlich weiterhelfen. So, dort haben wir noch einen Koffer. Zwei sogar. Drei. So, die wir natürlich öffnen. Medizin ist immer gut. Isolierband. Und nochmal Alkohol. So, jetzt wollte ich mal gucken, ob der. Ne, sieht nicht so aus. Ich glaube, der Stoff auf diesen Dingern respawnt tatsächlich nicht. Aber das ist ja nur auch nicht so schlimm. Hier haben wir aber noch. Wo ist es hin? Da. Die Dinger können wir ja zerstören. Da bekommen wir auch noch Stoff raus.
Na nü, was war denn das? Oh, jetzt haben wir hier die Maus mitten auf dem Bildschirm. Was soll denn der Kram jetzt? Das ist ja jetzt nervig. Ich meine, ich kann sie zwar bewegen. Okay, jetzt haben wir sie da am Bildschirmrand. Ich hoffe, die kommt nicht wieder. Da haben wir noch Medizin liegen. Keine Ahnung, wie die da hinkommt, aber wir nehmen sie gerne mit. So, ich glaube tatsächlich. Ach, jetzt wird uns die Blaupause plötzlich wieder angezeigt. Das heißt. Warte mal, die Echsenhaut wollten wir noch anlegen. Tragen. So, dann haben wir nämlich zweimal Rüstung. Und ich würde sagen, für die Höhle nehmen wir die Keule in die Hand. Damit haben wir, glaube ich, ein paar Chancen mehr. Jetzt haben wir wieder diesen Mauszeiger im Bild. Aber warum? Ich muss einmal den Controller abziehen. Kriegen wir den? Nein, PlayStation 4 Controller, ja. Jetzt kriegen wir die auch nicht an die Seite geschoben. Warte mal, können wir den Mauszeiger verstecken? Gameplay? Nachwachsende Bäume, Interface. Ach, was mache ich denn da jetzt? Cheats erlauben? Nein. Nachwachsende Bäume aus. Eigentlich kann man doch irgendwie den Mauszeiger verstecken. Warte mal, wenn wir das jetzt aufstellen. Der Controller läuft ja nicht über X-Input. Wenn wir das rausnehmen, funktioniert der Controller trotzdem. Weil wir bekommen die Maus nicht da weg. Was ist denn jetzt hier los? Ich möchte eigentlich ungern mit dem Mauszeiger im Bild spielen. So, jetzt kriegen wir sie wieder nach dort. Ich hoffe, die bleibt jetzt da. Haben wir jetzt eigentlich unsere To-Do-Liste aktualisiert bekommen? Erkunde hängende Höhle, erforsche die hängende Höhle weiter. Aber was war denn? Was war denn die andere für eine Höhle? Jetzt haben wir den Mauszeiger wieder dort. Er bewegt sich auch nicht. Den hier können wir zwar mit der Maus bewegen. Als wenn er hat ja auch das Auswurfgeräusch gerade gemacht. Da muss dieser Mauszeiger leider erstmal im Bild bleiben. Damit haben wir aber quasi ein Fadenkreuz. Hat ja auch irgendwo seine Vorteile. So, hier haben wir einen guten Schwung Stöcker. Noch mehr Stöcker. Und wir haben Gegner. Oh Mann. Warte mal, bevor wir da jetzt komplett reingehen, kombinieren. Zack, 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 zack. Und noch einen. So. Dann sind wir schon mal etwas gewappnet. Okay, da kommen Stofffetzen raus. Wo denn? Komm, den hauen wir direkt mal kaputt hier. Ich glaube, er ist tot. Gut. Jetzt können wir den leider nicht anzünden. Warte mal, haben wir genug Zeug dabei? Wenn wir uns jetzt ein Lagerfeuer bauen können, dann haben wir Glück. Dann können wir die nämlich hier verbrennen und wir können uns daraus Knochenrüstung bauen. Lagerfeuer, Lagerfeuer, ganz vorne. Ah, das braucht 7 Steine. Wir machen uns ein einfaches Feuer. Das reicht auch. So, einmal anzünden bitte. Einmal anheizen. Und dann schmeißen wir den da einfach drauf. Und ich habe gehört, dass hier noch einer rumläuft.
Ist nur die Frage, wo? Oh, da ist er. Den nehmen wir uns natürlich auch noch. Oh, die Keule, die haut ganz schön rein. Das war eine gute Idee, dass ich mir die gecraftet habe. So, den hauen wir gleich direkt mit drauf. Dann haben wir nämlich schon mal zwei Knochenrüstungen, die wir uns bauen können. So, wir schauen in der Zeit einmal hier lang. Aber hier geht's nicht. Doch, da geht's noch woanders hin. Aber das ist ja nicht der Ausgang. Wir kamen ja von dort. Das heißt, das werden wir gleich überprüfen. Wir schauen erstmal hier. Hier gibt's auch noch einen Gang. Also von diesem normalen Gegner bin ich nicht so eingeschüchtert wie von diesem schrecklich mutierten Vieh von letztes Mal. So, die Knochen nehmen wir uns direkt mit. Und die natürlich auch jetzt. So, dann kann das Feuer eigentlich ruhig ausgehen. Wir gehen nämlich sowieso weiter. Aber erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stoff. Dreimal. Knochenrüstung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Und entfernen, aber auch direkt tragen. Sehr gut. Schon haben wir wieder ein bisschen Rüstung am Leib. Okay, hier haben wir Münzen und ein bisschen Geld. Da haben wir einen Helm. Aber ansonsten ist hier wohl nichts. Komm, Licht. Hier ist scheinbar auch nichts. Aber ich denke mal, wir werden hier definitiv noch mal Besuch kriegen. So, sobald wir sehen, dass die To-Do-Liste aktualisiert ist, sollten wir diese Höhle fertig haben. Es wäre natürlich ganz toll, wenn wir hier ein neues Ausrüstungsstück, eine Axt oder sowas finden. Warte mal, die Dinger müssen wir auf jeden Fall kaputt hauen. Wir brauchen den ganzen Stoff. Wir werden noch so viel Zeug mit Stoff craften müssen. Gut, hier waren wir. Dann oder lagen hier zwei Helme? Nee, war das nicht hier? Nee, gut, dann lag da nur der eine Helm. Dann gehen wir in diese Richtung weiter. Aber wir können auch in diese Richtung weitergehen. Ich würde sagen, wir gucken erstmal hier lang. Ja, und das habe ich mir fast gedacht. Gut, dann gehen wir doch erstmal hier lang. Bis wir hier eventuell an ein Ende stoßen. Das ist auch ziemlich ungewohnt, sich hier komplett ohne Karte durch die Höhle zu manövrieren. Wir schauen mal, wo wir hier rauskommen. Aber das sieht dort hinten auch schon wieder nach dem Ausgang aus. Tatsächlich. Hier oben ist nichts. Wir schauen mal, wo wir hier hinkommen. Entweder ist das ein anderer. Okay, es wird geladen. Nee, dann ist es ein anderes Höhlenabteil. Aber in welche Höhle kommen wir hier? Hä? Das sieht für mich ganz nach der Höhle aus, in der wir gestern waren. Oder spinne ich? Nee, da war ja nicht so ein langer Gang, oder? Hier liegen ein paar Beine, ein Seil, dass wir nicht mehr mitnehmen können. Doch, das ist tatsächlich die Höhle, in der wir gestern waren. Aber hier sind wir doch fertig. Dann können wir wieder zurückgehen. Aber dann wissen wir schon mal, dass wir in ein und derselben Höhle sind. Ansonsten hätte ja auch in der To-Do-Liste gestanden, dass wir die und die Höhle auch noch erforschen müssen. Das hatte mich nämlich gewundert. Komm, Licht wieder an. Aber wieso habe ich den Gang denn gestern nicht gefunden? Aber wahrscheinlich, weil ich nicht so hochgelaufen bin. Gut, das heißt, das haben wir erkundet. Dann gehen wir jetzt wieder weiter hier hoch. Hier sind überall nur ein paar Schädellampen. Hier geht's weiter. Dann werden wir höchstwahrscheinlich dort lang gehen müssen, wo uns das Seil weiter runterführt. Aber da gibt's auch noch einen Gang. Den müssen wir einmal erkunden.
Aber so ist Duken okay. Aber. Achso, ja gut, wir sind zu sehen, weil wir im Licht hängen. Da haben wir schon mal Besuch. Ein, aber nur, so wie es aussieht. Jetzt ist die Frage, bleibt es dabei? Ich würde sagen, wir holen uns den direkt. Gut, der ist tot. Dann basteln wir uns direkt nochmal ein Feuer. Wir haben ja noch ein paar Stöcker und wir brauchen Gott sei Dank nur zwei dafür. So, Feuer anmachen. Dann haben wir nämlich wieder eine Knochenrüstung. Das läuft gar nicht so verkehrt hier. So, während der verbrennt, schauen wir hier nochmal weiter. Aber ich glaube, auch hier geht es nicht weiter. Oder? Wir müssen ja scheinbar doch ziemlich genau gucken, wenn wir selbst den einen Gang noch nicht gefunden haben. Hier ist nichts. Und von da kamen wir ja. Genau, von da kamen wir. Hier ist auch nichts mehr. Da können wir einen Durchbruch machen, anscheinend. Okay, aber wo kommen wir hier hin? Na nö. Okay, ducken. Jetzt kann ich wieder aufstehen. Noch ein Seil, aber wir können keine Seile mitnehmen. Wie, hier ist nur ein Seil? Okay. Oben ist auch nichts. Alles klar. Wir müssen uns unbedingt mal ein paar Regale machen in unserer Heimatbehausung, damit wir den ganzen Kram auch mal dort ablegen können und nicht immer so viel liegen lassen müssen. So, hier wird es scheinbar nichts mehr geben. Aber da gibt es noch was. Aber erstmal nehmen wir uns natürlich die ganzen Knochen mit und basteln uns direkt wieder eine Knochenrüstung. Dann könnten wir jetzt sogar wieder den Kampf gegen so ein großes mutiertes Vieh aufnehmen. So, wir schauen mal hier vorbei. Okay, Wasser hört man. Aber man sieht es noch nicht. Wo geht es hier lang? Ich würde ja auch gerne mal, wie gesagt, eine neue Axt oder so finden. Oh, hier ist ganz schön verwinkelt. Aber gab es doch noch einen zweiten Gang eben, oder nicht? Ach so, nee. Gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Irgendwas muss ja hier auch noch sein. Also ich bin eigentlich der Meinung, so war es zumindest früher, dass man eigentlich in jeder Höhle was findet. Gut, hier haben wir scheinbar nur einen Ausgang. Nee, doch nicht. Hier geht's weiter hoch. Das heißt, wir erkunden weiter. Aber wo geht es hier hin? Hier ist nur Wasser. Denke mal, dass wir hier auch noch wieder Gesellschaft bekommen. Ein Snack, den wir auch gerne mitnehmen. Und wir müssen ja auch langsam mal die vermissten Passagiere finden. Oh, ein Zettel. A jealous God punishes a parent's fault on their children. Okay, wir kriegen den Kompass. Und wir haben die Karte. Ja, das ist natürlich nicht kartografiert, so wie ich gesagt habe. Aber ist egal, wir haben schon mal die Karte. Das klang ziemlich besorgniserregend. Münzen? Münzen brauchen wir später auch noch. Irgendwie habe ich das ungute Gefühl, dass wir hier nicht alleine sind. Aber ich glaube, tatsächlich, Passagier gefunden, Platz 9C. Wir finden die ersten Passagiere. Aber ich habe immer noch das ungute Gefühl, dass wir nicht die Einzigen hier in der Höhle sind. Bis auf die toten Passagiere. Warum sind hier so viele Käfige? Da werden die doch die Passagiere nicht drin gehalten haben. So, wir müssen alles absuchen. Es könnte überall noch was sein.
Noch ein Passagier. Platz 9b. Und noch. Hä? Achso, nee, das war der. Vor allem das T-Shirt auch noch. I love. Raushängende Gedärme anscheinend. Alkohol. Den nehmen wir gerne mit. Okay, mehr Stoff. Und noch mehr Stoff. Oh, Haarspray? Wofür können wir das denn benutzen? Noch mehr Medizin und Stoff. Gut. Aber wenn wir jetzt die Karte wieder aufnehmen. Das ist schon mal kartografiert. Dann können wir hier eigentlich auch wieder abhauen. Denn dann gibt es hier erstmal nicht mehr zu finden. Das hieße aber eigentlich. Warte mal, dann haben wir diesen Spot nämlich schon mal aufgedeckt. Wir müssen einmal das Seil hoch. Ich will sehen, ob sich das geändert hat. Aber er muss. Eigentlich war nämlich der Einstiegspunkt in die Höhle mit der Karte immer ein anderer. Eigentlich kam man da über das Hauptdorf der Eingeborenen rein. Achso, okay, das scheint so geblieben zu sein. Aber dann wurde die Karte selber abgeändert. Also die Höhle meine ich. Gut, dann wissen wir jetzt nämlich schon mal, wie wir hier hinkommen. Und hier gibt es natürlich noch mehr Passagiere. Gott, was haben die hier für kranke Sachen mit denen gemacht? Aber dieses Dorf gucken wir uns später näher an. Jetzt haben wir auch endlich die Karte und finden uns natürlich dann zurecht. So, wir rutschen das Seil wieder runter. Wir haben ja noch ein paar Gänge, die wir weiter untersuchen wollen. Ich hoffe nur, dass die Gegner jetzt nicht respawned sind, weil wir ja die Höhle verlassen haben. So, auch hier rutschen wir wieder runter. Also ich fand die Höhle jetzt eigentlich sehr entspannt bisher. So, wir essen erstmal einen Snack. Zu trinken brauchen wir noch nicht. Hauptsache unsere Gesundheit steigt wieder ein bisschen an und unsere Ausdauer. So, dann gehen wir hier wieder raus. Zwei Gänge hatten wir noch, die wir noch nicht erkundet haben. Einmal der, wo wir das Seil runter mussten, und dieser hier. Müsste zumindest dieser gewesen sein. Oder waren wir hier jetzt doch schon? Nee, hier ist ein Stock, das heißt, wir waren hier noch nicht. Die Stöcke sind... Oh, Alter, leck mich doch am Arsch. Hab ich mich erschrocken eben, Alter. Diese scheiß Fledermäuse. Deswegen wusste ich auch ganz genau, was das oben für ein Höhleneingang ist, weil ich mich schon so oft von diesen blöden Fledermäusen erschrocken habe. Okay, wir haben hier ziemlich viele Stöcke. Passt, es ist ja auch stockduster. Aha! Gott. Okay, da haben wir wieder was. Das sieht mir fast aus wie eins von den Teilen von Timmys Roboter. So, gibt's denn hier noch was? Sieht nicht so aus. Wir haben die Karte in der Höhle gefunden. Allerdings würde ich auch gerne noch irgendwas anderes finden. Wie gesagt, eine neue Axt oder so. Gab es jetzt hier keinen anderen Gang mehr? Doch, hier oder nicht? Nee, sieht nicht so aus. Was sagt die Höhlenkarte? Ah, es ist schwierig zu erkennen, in welche Richtung wir laufen. Achso, nach da. Es ist allgemein schwierig zu sehen. Wir gucken noch mal kurz. Aber ich bin der Meinung, doch, hier geht es doch noch weiter. Aha. Na gut, das hätten wir auch ohne Karte gefunden, aber... anschauen müssen wir uns das ja trotzdem. Okay, hier sind wieder Kisten. Mit ein bisschen Stoff. Ich würde eigentlich die Höhle gerne in dieser Folge abschließen. Aber die scheint extrem groß zu sein. Hier geht's auch wieder irgendwo hin. Warte mal, waren wir hier nicht vorhin schon?
Tatsache, hier waren wir vorhin schon. Das heißt, wir sind im Kreis gelaufen? Hä? Dann muss ich aber den Ausgang hier einmal nehmen, damit wir diesen Spot. Nee, Quatsch, hier sind wir doch. Ja, hier sind wir doch durchgelaufen dann in die andere Höhle, oder nicht? Ah, verdammt, ich sehe gerade, mein Timer ist schon wieder abgelaufen. Nee, hier sind wir woanders. Die Holzdinger. Diese Planken, die hatten wir nicht in der anderen Höhle. Ich muss hier unten einmal schauen. Stöcker, Stöcker, alles Stöcker. Hallo, Wasseroberfläche? Gut. Entweder können wir da irgendwo hintauchen oder da ist einfach Ende. Das heißt aber, dass es hier oben auch wieder weitergeht, weil in diesem Teil der Höhle waren wir auch noch nicht. Hier sind noch mehr Flugzeugsitze. Wieder eine Kassette. Ne, nur ein Kassettenspieler, aber wir haben schon einen. Uns wird langsam auch kalt. Wir haben aber leider nur ein Hasenfell dabei, sodass wir uns nichts craften können, womit uns wärmer wird. Wir können uns höchstens an einem Feuer wärmen. Noch mehr neue Klamotten. Okay. Dann geht's wieder nur nach dort unten. Mehr ist hier aber anscheinend nicht. Wie groß diese Höhle auch einfach ist. Ja, nee, mehr gibt's hier tatsächlich nicht. Gut, das heißt, wir können aus diesem Bereich wieder raus. Oder geht's? Nee, da hinten geht's ja auch nicht weiter. Da war nur das Seil. Wir können ja mal gucken, ob es hier noch irgendwie wohin geht. Aber ne, hier kommen wir nicht hoch. Gut, dann gehen wir durch diesen Schlitz hier wieder zurück. Und dann sind wir tatsächlich auch leider am Ende angekommen. Am Ende der heutigen Folge. Allerdings setzen wir die nächste Folge direkt hier weiter an und werden diese Höhle weiter erkunden. Ich werde uns erstmal ein Feuerchen basteln, dass wir uns ein wenig wärmen können. Einmal anzünden bitte. Oh, nicht da reinlaufen, du Hoshi. So, wir wärmen uns einmal auf. Ja, hört er dann auch mal wieder auf zu brennen? Gut. So, wir wärmen uns einmal auf, machen eine kurze Rast und sehen uns in der nächsten Folge von The Forest. Wir wollen diese Höhle weiter erkunden. Bis dahin.